So, meine Lieben, hier bin ich wieder mit der zweiten Folge, wie baue ich mein Haus fertig mit wenig Geld. Wir haben noch 15.000. Gut, ich habe mir gedacht, da ich ja auch noch Tiere habe, baue ich außer das Bett noch was anderes dann für die Tiere, damit die auch noch was ja, zum Spielen haben. Deswegen gucke ich mal. Begriff Tiere. So, zeigen wir mal alles. Mal gucken, was haben wir denn da? Kratzer an der Wand. Ja. Fötchen an den Wänden. Knabberschlabbis von Wuff Knuff. Knabberschlabbis. Wir nehmen. Was nehmen wir denn? Vielleicht das Grüne. Genau. Haben wir so einen ganzen Deckelweise voll mit Katzenfutter irgendwie. Tattoos für die Wände, Bilder für die Wände. Kann man machen, muss man aber nicht. Wir wollen ja was Richtiges hier zum Futter haben und nicht nur irgendwelche Tattoos hier, Alter. Hier sogar ein Kalender. Ein Kalender aus hier. Mal sehen, wenn wir irgendwann nochmal, also wenn wir da gut Geld haben, dann kann man sich auch mal so Kalender und sowas kaufen hier. Hundeposter. Sowas hier. Nein, wollte ein bisschen Spielzeug und sowas haben. Hier haben wir Futternapf, genau. Moderner Futternapf, normaler, ist ja eigentlich egal. Was nehmen wir denn? Schwarz, gelb, weiß, blau, rot. Nehmen wir blau. Der Futternapf kommt neben das Futter. So. Ein Bett haben wir schon. Aber für das Katzenklo nehme ich dann den automatischen, würde ich sagen. Reinigt sich selbst. Ups. Ich nehme, was nehmen wir denn? Weiß. So, das Katze-Klo. Ja, wo mache ich das denn am besten hin? Warte mal, gefressen, dann haben wir die Dusche, die war, glaube ich, genau, die ist da offen. Aber wenn ich es da dahin mache, dann. Ne, die Katzen, die können ja nicht durch die Tür. Mit Sicherheit können sie nicht da durch. Dann mache ich das erstmal hier hin. Muss ich mal sehen. Gut, das ist das hier mit den Toiletten.
Dann nehmen wir irgendein Spielzeug. Huch, bin ich in den Keller, Mann. Einmal so ein Quickball, Quitzeball und dann nehmen wir, ach, der ist schon bunt. So, der andere, den legen wir mal da dann mal hin. Was haben wir denn hier? Hindernis. Ach so, da können die durchspringen oder was? Hm. Truhe der Wunder. Ha. Ja, mal sehen. Tierspielzeug, Aufbewahrungssystem. Oh je. Ja, ich guck da gerade. Alles klar. Ja, das ist ein schöner Kratzbaum und sowas. Da ist viel zu erklettern. Zwei Ebenen, eins da, zwei, das ist okay. Das ist das gleiche. Hat, ist aber billiger. Hm. Ich nehme es in, was nehmen wir denn? Braun. Ja, so hier. Das ist eine schöne Farbe. Naja, schön, also, ne? Warte mal, wir könnten. Genau. Hier wird es ja noch Fenster geben, damit die dann mal nach draußen gucken können. Ich hoffe mal, dass das da so klappt. Stellen wir es erstmal dahin. So, ein bisschen Spielzeug haben wir auch. Hindernisrampe, naja. Stangen. Können die außen rumlaufen, ne? Drumherum, sowas, ja. Und hier ist unten durch oder was? Gebogener Tunnel 200, gerader Tunnel 200. Naja. Katzenbaum aus Teppich, Konifee. Ja, die haben da ja, wo die schlafen können. Also, ich würde mal sagen, ich nehme mal ja, einmal noch den Tunnel dazu. Wow, ist der lang. So, die Sims, die können hinten zwar sitzen, haben aber noch keinen Tisch, wo die drin, also dran essen können. Oberfläche, wir brauchen Esstisch fürs Wohnzimmer. Wie wäre es? Ja, da unten ist dann eher doch so einen länglichen. Eine für 400, was gibt's noch? Ne, nicht so ein kleiner, das ist. Mega 335, 220. Die nehme ich, 220, der. So. Ein Esstisch, ich würde mal sagen. Esstisch. Küche. Essen, Essen, Essen. Mache ich da erstmal hin, um mal zu gucken. Gut. Dann fehlen ja noch da Stühle, wo man sich denn dran sitzen kann. Dann nehme ich da die einfachen.
So. Einer kommt hier hin, der zweite kommt dahin und der dritte kommt dahin. So, haben drei Personen, kann jeder seinen eigenen Stuhl dann nehmen. Langsam wird ja was. Dann vielleicht noch fürs Wohnzimmer irgendwas, damit auch die Elektronik stimmt. Warte mal. Computer, ja, Fernseher. Was ist das denn hier, ein Tisch? Fernsehständer. Ah, Fernseh, ich brauche, was muss man denn da haben? Aha, naja, muss ja nicht. So, wir nehmen, weil wir 1500 knapp. Fernsehständer 345, 150, 150 und der einfache, nee, ist er von der Zoom-Ständer hier, also der ist ein bisschen klein, ne? Steht zwar auf dem Fuß, ja, aber nee, wenn schon, dann muss der auch wirklich auf dem halt dann eben drauf stehen, auf dem Tisch oder so. Sonst bringt das ja nichts, wenn er auf dem Boden steht, das wäre ja albern. Machen wir den auch in dunkel. Wieso ist da jetzt kein Platz? Da wird kein Platz. Okay. Da hätten wir Platz. Warte mal, dann machen wir das anders. Ich versuche die mal dahin zu stellen. So, und den kleinen Fernseher oben drauf. Ja, das geht. Dann stelle ich nur noch die Sitzgelegenheit um. Warum ist denn hier jetzt? Ja gut, weil die Katzen da rauskommen, ne? Aber trotzdem. Moment. Dann verschiebe ich das ein bisschen. Ist auch kein Ding hier. So. Ist beim Moment nur ein kleiner Fernseher. Klein, deswegen kann man auch da dann sitzen. So. Okay, die haben Unterhaltung, die haben Fernseher. Die haben Essen, die sind essensbereit. Betten, Toiletten und so weiter. Gut, vielleicht noch ein kleiner Computer, damit die dann darüber auch noch spielen können oder sich Arbeit suchen können. Könnte man Objekte nach Funktion, Elektro, Computer. Nee, kein alten PC, das ist ja, das war mal ein tragbares elektronisches Gerät, das vielseitig Unterhaltungsmöglichkeiten bietet. Das Flaplet erinnert zudem an Zeiten, als man zur Kommunikation noch einen Stein und einen Meißel benötigte. Unkaputtbar. Spaß ist 5.
12.400 haben wir noch. Eieiei, da kostet das immer mehr. Wenn wir das haben, das kann man auch in die Hand nehmen. Das nehmen die so in die. Kann ich das zufällig noch da oben? Nein. Oder? Doch. Okay, stellen wir das da oben hin. Den können wir jetzt so in die Hand nehmen und dann da drauf rumdaddeln oder was auch immer mitmachen. So, Fernsehen, das ist da. Okay, ich würde mal sagen, nach einer Viertelstunde knapp. Ja, doch. Das ist im Moment alles da. Die müssen ja auch dann noch arbeiten und überhaupt und. Ja, Bett ist da und könnt auch da mal hinlegen und so weiter. Die Katzen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, auf geht's. Wir starten das Spiel jetzt mal. Wobei ich brauche eigentlich. Ich brauche noch Tapeten, weil das sieht so ein bisschen blöd aus, ne? Wie Metallwände oder sowas. Ich nehme noch mal schnell Tapeten. Haha. Moment. Wandmuster. Lass mal gucken. Was haben wir denn hier? Tapete. Schicke Streifen. Das sieht eher aus wie Holz. Wie kann ich da jetzt noch mal alles machen? Ah ja, so. Ja. Das ist für meinen Geschmack. Ich würde mal sagen, oben Tapete, unten Holz. Blumensträuße und. Nein, wir haben ja jetzt kein Weihnachten mehr. Ruhige Gewässer. Hahaha, witzig. Da decken dann die Katzen, die sind auf dem Meer oder was? Nee. Beule mit Weile? Was? Kühlschrankhasen. Wieso Kühlschrankhasen? Nee. Reise der Pinguine. Was ist denn das für ein Name für Tapeten? Dann? Ach Gott, was ist das denn hier? Retro. Der ist der Seekrank, ich hab's gesagt. Hier farbenblind und so. Alter, guck dir das mal an hier. Bäh. Nee. Kriegst ja Augenkrebs. Die Tapeten hier gefallen mir jetzt nicht so besonders. Bananenblattmotiv. Hallo, ich bin doch nicht im Urwald, Mann. Ich bin ein Star, lass mich hier rein. Nee. Ach Gott, das ist doch. Wie sieht das aus? Schrecklich, alles so schrecklich hier. Tapete, dann haben wir Farbe. Farbe. Ich hätte gerne mal abgrenzen, was ist mit der roten hier? Die kostet auch. Wie ist hier mit roten Tapeten? Sieht doch nett aus. Nehme ich mal, komm. Rote Tapeten, Fußboden. Was machen wir mit Fußboden?
Holz, Teppich, lass mal sehen, Teppich, aber die gehen da nicht durch das ganze Zimmer und haben wir nur die paar hier zur Auswahl. Bäh. Holz. Holzboden. Und was gibt es sonst noch? Fliesenboden. Kann man machen, ja. Fliesenboden, Fliesenboden. Spielplatzboden. Haha. Wie sieht das aus? Ich sehe nichts. Sieh nur diese Karo-Muster. Das wäre das hier? Nee. Lass mal gut sein. Kalt wie Seehundschnauze. Das ist. Nein. Was haben wir denn? Das ist hier. Ja. Metallboden, nein, kein Metallboden. Ah, das ist so. Ups. Okay. Oh, weil da was nicht so los. Nur warum ist das ja jetzt so doppelt? Wir haben hier zwei verschiedene Farben auf dem Boden. Ha, warum? Wieso sind hier zwei verschiedene Farben auf dem Boden? Das ist merkwürdig. Das sei ja nun auch nicht. Warum ist das so? Warum ist der Boden da zweifarbig? Keine Ahnung. Warum ist das so? Und warum ist eigentlich die Wand wieder so leer? Ich dachte, ich hätte eine Tapete dran gemacht. Hä? Moment, hier rüber? Dann lass mich dir es mal angucken. So, die habe ich doch nicht dran. Bodenmuster. Eieiei, Mauer. Nee, Mauerwerk wäre ja total behämmert. Nee. Das kann man nicht bringen. Würde ich mal sagen. Das kostet null.
Warte mal. Aber das geht nur da. Warum denn nicht auf der anderen Seite, wenn ich mal fragen darf? Warum geht das da nicht? Das ist doch merkwürdig. Dann habe ich hier ein Wohnzimmer, das hat zwei Farben. Könnte man das als den Katzenbereich ansehen, wo die Katzen dann spielen. Aber klar, laufen wir auch durch das andere, durch die andere Ecken hier und alles, aber na gut, ich speichere das erstmal und in der nächsten Folge lasse ich dann die Bewohner rein. Da brauche ich noch Fenster und so weiter, mache ich dann noch ganz schnell. Ja, dann erstmal danke fürs Gucken und keine Ahnung, warum ich hier zwei Farben habe, warum das hier nicht geht. Dann eben, ne, bis zum nächsten Mal, mach's gut, bye bye.